Hallo und herzlich willkommen. Heute dreht sich alles um die Jugendsprache und vor allem um das Jugendwort des Jahres. Was steckt eigentlich dahinter und warum ist Jugendsprache eigentlich so wichtig? Um das herauszufinden, befinde ich mich heute in unterschiedlichen Stadtteilen Bremens und höre mir die Meinung der Leute an. Seid gespannt. Weißt du, was das Jugendwort des Jahres ist? Ich glaube, Aura? Mhm. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, toller Hund? Nein. Aura doch, oder nicht? Ja. Digga. Nein. Weißt du, was das bedeutet? Kannst du das so ein bisschen definieren? Ich glaube, das heißt so, wenn man so, man hat so Punkte und man kann diese Punkte verlieren oder gewinnen durch gute oder schlechte Taten halt, also peinliche oder halt gute Taten sozusagen. Nee, auch nicht. Ich denke da an Migräne. Das ist eine Ausstrahlung, die eine Person hat. Und findet ihr, dass Aura ein gutes Jugendwort des Jahres ist oder hättet ihr vielleicht was anderes gewählt? Nee, es passt schon eigentlich ganz gut, ja. Für benutzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich benutze es nicht selber. Aber ich finde es ziemlich cool, weil es was Positives ist. Was kennst du denn so für Begriffe, die du vielleicht auch selber verwendest oder relativ kreativ findest in der Jugendsprache? Also Aura finde ich eigentlich schon kreativ und so normal, so Smash oder so. Das die Schere hört man auf. Schere, ja, wenn die Schere gehoben wird, dann ist alles okay. Digga, keine Ahnung. Digga sagt man natürlich viel. Hast du Wörter oder Begriffe von älteren Generationen übernommen? Ich glaube, zwei sind ziemlich präsent. Knorke und Pustekuchen. Ja, manchmal sage ich Dufte, weil mein Vater das ab und zu gesagt hat. YOLO und LOL und so, halt die Klassiker. Ja, so Schabernack. Würdest du sagen, dass sich die Jugendsprache so doll verändert hat in den letzten Jahren? Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt so Begriffe, die benutzt man einfach immer. Ist viel Englisch dabei. Also ich finde, das kann man nicht so sagen, weil die Sprache ist ja immer im Wandel. Nee, ich glaube nicht, weil man ja auch total oft sieht, dass Sachen wiederkommen wie YOLO oder so. Ich hätte gesagt, Jugendsprache verändert sich eigentlich so von Jahr zu Jahr immer. Würdest du sagen, Jugendsprache stärkt im Allgemeinen das Zusammengehörigkeitsgefühl? Ich glaube schon, wenn man so, ja, also vor allem man hebt sich halt dadurch ab, ne? Durch Insider und Memes und so, da kriegt man schon auf jeden Fall so eine eigene Sprache hin und ich glaube, das verbindet die Jugend. So eine Art Gruppensprache, das gab es früher auch schon. Sag mal so, wenn ich mit den Jungs bin und wir haben bestimmten Slang, bestimmte Wörter und wir haben fremde Leute, die auch die bestimmten Wörter benutzen, dann ist das schon eine Art Beziehung, die wir miteinander haben. Welches Jugendwort hättet ihr vorgeschlagen dieses Jahr, wenn ihr es vorschlagen dürftet? Ich glaube legit. Ich fand auch nonchalant ganz gut. Ja! Ich würde Ehre sagen. Minus 5 Ehre. Was nehmen wir also aus dieser Umfrage mit? Die Bedeutung von Aura wird unterschiedlich interpretiert. Viele kennen das Wort, jedoch ältere Menschen eher nicht. Die Mehrheit empfindet Aura als passend für das Jahr. Zur Veränderung der Jugendsprache gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige beobachten eine Veränderung, andere nicht. Es existiert außerdem eine Vielzahl kreativer Jugendwörter. Und zuletzt, die Jugendsprache stärkt definitiv das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Jugendlichen. Welches Jugendwort hättet ihr dieses Jahr zum Jugendwort des Jahres 2024 gewählt?